Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Marvel Spider-Man. Wir haben übrigens beim letzten Mal weitergespielt und haben übrigens gesehen, dass Peter Parker leider seine Wohnung verloren hat, denn er wurde herausgeworfen, weil er das Geld nicht bezahlen konnte. Und danach hat er bei Tante May auf der Couch im Büro geschlafen. Nun ja, und jetzt ist er gerade dabei, hier die Männer von Fisk zu retten. Was aber nicht so einfach ist. Denn... naja, sagen wir einfach mal so. Überall sind die Leute von den komischen Chinesen hier. Und deswegen müssen wir sie gerade verkloppen. Hä? Ich hab doch gerade die Taste gedrückt. Alles okay? Ja. Ja, danke. Ich sehe die nicht mal. Überlebenden schnell finden. So. Okay, wir müssen auch wieder nach unten, denn ja, hier geht gerade voll die Post ab. Kann ich eigentlich hier irgendwas machen? Ja, ich gehe jetzt mal dahin und mache einen leisen Takedown. Könnte aber ein bisschen schwierig werden. Denn hier sind überall halt diese Typen, die auch diese speziellen Kräfte haben. Jetzt habe ich mich selber gerade getroffen. Naja, was soll's. Lern fliegen, Kumpel. Warum haben eigentlich manchmal auch die Schurken irgendwelche Superkräfte? Wow. Hey, Dickerchen. Wow. Der hat auch noch Verstärkung. Der Sack. Meine Herren. Oh. Ey, das ist aber sowas von unfair, Junge. Macht nichts. Wow, das war knapp. Manchmal siehst du die halt nicht. So, kann ich dich... nee, den kann ich leider das... Boom! Gerade sagen, kann ich nicht betäuben. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach unten, wa? Ja, sieht so aus. Bleibt, wo ihr seid. Bitte, bleibt zurück. Okay, ich werde die mal betäuben. Beziehungsweise auflauern und ausschalten. Lern fliegen, Kumpel. Kannst dich später bedanken. Und bitteschön. Gern geschehen. Der steht schon nochmal auf. Willst du mich verarschen? Was ist denn mit denen nicht in Ordnung?
What? Gut, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ja. So, komm. Prügeln wir aus denen irgendwie mal die Scheiße raus. Okay, warte mal. Ich werde jetzt mal den einen mit einem Spezialangriff fertig machen. Und das gleiche nochmal. Ich hätte sie erledigt. Aber klar. Genau. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Ja, auch wenn Fisk ein Arsch ist, trotzdem hat er uns jetzt gerade geholfen. Okay, wir sollen auf dem Dach nachgucken. Ist aber noch verdammt hoch, ne? Der Weg, oder lang. Eigentlich lang, nicht hoch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, hoch ist es auch, aber ach man. Ist auch egal, was ich gerade sagen wollte, Mensch. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich so. Hui. Nein, bitte. Hallo nochmal. What? Ach, komm schon. Nein, 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 nein! Okay. Los, los, los! Jetzt ab hinterher. Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Bin schon dabei, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Boah, Alter, wie schnell sind die denn? Die sollen noch. Ey, willst du mich verarschen? Was soll ich denn da machen? Ausweichen ging ja gerade nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Ey, ich bin ja gleich da. Na komm! Das ist meine Chance. Hoffentlich überlebe ich das. Ja, hoffentlich.
Fährst die Maschine nach Newark? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Was ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ein Motor ist aus, jetzt der zweite! Komm schon! Mann, das... Wie soll ich das denn machen? Er geht viel zu schnell. Ja, du bist echt witzig. Ey, sorry, aber das... Wie soll ich das denn machen, Alter? Ich drück schon wie ein Bekloppter rauf. Meine Fresse, Alter. Mann, ich hab doch weggedrückt, Alter. Ey, ist das eine dumme Scheiße, Junge. Kämpf doch einfach mal gegen den Spacken, Spider-Man. Ey, was soll ich denn machen, Alter? Ich drück doch schon, was da gedrückt werden muss. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Komm schon, Pete, du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Bitte vermassel das nicht. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Cool, danke. Haben die eine Website? Whoops. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Ey, das war wirklich heftig. Alter Falter. Aber das gefällt mir unheimlich gut, der ganze Spaß hier. Oh Mann. Da will ich mehr von haben. Von dieser Action. Den Doktor habe ich aber auch schon eine Weile nicht gesehen, ne? Dr. Octavius, oder wie er hieß. So. Überall in den Nachrichten. Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei dem New Yorker bedroht wurden. Der Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, das ist alles in einer Werft passiert, die seit Jahren geschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr.
ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über Sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsbombe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während Spider-Man nie gewirksam einen Laster verfolgte, entkam ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er die niemals zugelassen. Doch diese Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen einfach egal. Hat jetzt jemand das Gefühl, in Gefahr zu sein? Ach, Quatsch. Okay, das hätten wir auch. So, wir müssen ja zu dieser Zeremonie, da sind ja noch die Vorbereitungen im Gange. Da unten. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Ja. Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Netzbombe, hier. Mann! Okay. Okay, der ist ein bisschen härter. So stark bist du nicht. Meinst du? Au! Du, Alter, ich bin doch gerade ausgewichen. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Okay, das hätten wir jetzt auch noch nebenbei geschafft. Es gibt ja immer diese... Ich habe geschrieben, die Typen abzuholen. Ich wünschte, es gäbe ein Spidey-Emoji, das ich mitschicken kann. Du kannst doch eins machen. Netzschieße, Aufprallnetz. So, dann wollen wir mal, wie gesagt, weitergehen. Ich mache jetzt hier auch gleich eine Aufnahmesession, das heißt also gleich mal mehrere Folgen am Stück, damit ich dann nochmal etwas Ruhe habe. So, wir sind gleich da. Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg hat mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also... Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein
Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Angriff, ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden ihre Firma, ihre Stadt und alles, was ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Schatz! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Übrigens sehen wir hier Peter Parker, wie er gerade, naja, kurz vorm Sterben ist, wie es scheint. Das ist verrückt. Da drüben. Ja. Ihr könnt euch ja schon denken, was passiert.
Miles Morales ist, ohne jetzt großen Überraschung zu verderben, der nächste Spider-Man. Nicht, weil Peter Parker stirbt, sondern, weil es, glaube ich, in dem Comic auch so war. Komm schon! Komm schon! Miles! Oh. Alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hör zu, ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Wo drin? What? Okay, er hat schon so eine komische Sicht. Ich verstehe überhaupt nichts. Achso, ich muss nach oben. Außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Noch nicht. Sie werden mich sehen. Okay. Dreh dich mal weg, Kumpel. Und was jetzt? Ich muss um die Typen rumgehen. Ich kann nicht rüber. Okay. Alter, das ist irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig, Leute, das Ganze. Dass das keiner mitbekommt, ne? Naja. Was soll's? Okay. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Der stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Stop! Nein!
müssen weg. Jetzt! Okay, also ist jetzt der Officer David gestorben? Krass. Eine Woche später. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Okay. Das war jetzt wirklich überraschend, dass Peter Parker auf der Beerdigung ist. Naja, ich meine, als Spider-Man war ja Officer Davis nicht gerade ein Freund, aber wir haben halt zusammengearbeitet. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann. Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Okay.
Ja, Leute, ich werde jetzt hier die Folge auch gleich beenden. Aber... Officer unter Beschuss durch Maskierte. Brauchen Officer vor Ort in Bloomingdale. Oh, das sind die Dämonen. Ja, Leute, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein für die Folge. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer. Bis denn und tüdelü.